30.000 Zuschauer erwarteten nach dem Aus von Rocca nun endlich den ersten österreichischen Slalomsieg in diesem Winter. Benjamin Reich fuhr heute nicht nur um den Tagessieg, er war nach dem starken Auftritt in der gestrigen Abfahrt auch der Kronfavorit auf den Hahnenkamm-Kombinationserfolg. Und taktieren war beim Gesamtweltcup-Leader nichts zu erkennen. Reich fuhr aggressiv, flüssig, locker, souverän und vor allem Reich fuhr schnell. Während Rocca gute Miene zum, naja, bösen Spiel machte, hing die Italienflagge schlaff im Wind. Ja, ich habe probiert, mit, auch wenn die anderen rennen, Vollgas machen, in einer schwierigen, sehr schwierigen Piste mit vielen Bumpy, ja, viele Wellen. Und schade. Haarsträubend. Rocca out, Reich in Front, während der Japaner Sasaki mit frechem Irokesen-Outfit überraschte, überzeugte der Franzose Jean-Pierre Vidal mit forschem Slalom-Auftritt. Der Olympiasieger von Salt Lake City kommt immer besser in Fahrt. Viermal in den Top Ten in dieser Saison und am Ganslern Hang packte er noch einen drauf. Vidal nahm Reich 3 Zehntel ab und setzte sich auf Platz 1. Den Schweizern drohte zu diesem Zeitpunkt eine arge Enttäuschung. Zurbriggen war ausgeschieden, Berto genauso, dafür überzeugte Marcini mit Start Nummer 44. Die ohnehin schwierige Piste hatte gewaltig gelitten. Kaum einem Fahrer aus den hinteren Regionen gelang noch den Sprung in den zweiten Lauf. Gini war die löbliche Ausnahme, Platz 15, das ließ sich sehen. Bis jetzt geht es sehr gut, hoffe, dass ich zwei andere anbringen. Da bin ich glücklich. Ja. Vidal vor Reich und Schönfelder, das die Halbzeitbilanz, die Schweizer in Lauerstellung. Daniel Albrecht war als 29. gerade noch in den zweiten Durchgang gerutscht. Der Walliser ging die Aufgabe äußerst verhalten an. Verständlich. Er braucht dringend Weltcup-Punkte, um sich in der Weltcup-Startliste zu verbessern. Dieses Vorhaben gelang. Albrecht beendete das Rennen als 19. und bester Eidgenosse. Er übertrumpfte auch noch Marcini. Gini verbremste seinen Auftritt am Nachmittag und fiel auf Platz 21 zurück. Die Schweizer insgesamt. Diskret. Während Benjamin Reich noch Autogrammwünsche erfüllte, zauberte Teamkollege Reinfried Herbst eine super Zeit in den Schnee. Der 27-Jährige lag in Führung. Gefahr drohte aus dem eigenen Lager. Die große Frage lautete, wie viel riskiert Benjamin Reich? Volle Attacke und den Slalom gewinnen oder doch eine Prise Sicherheit, um den 40.000-Euro-Scheck für den Kombinationssieg abholen? Reich wählte die Variante kontrollierter Angriff. Er fiel hinter Reinfried Herbst zurück und konnte sich trotzdem als Sieger feiern lassen. Es darf sich nur der Kombination- oder Hahnenkamm-Sieger nennen, der die Kombination gewonnen hat. Und das war immer ein Riesenziel von mir und jetzt habe ich es geschafft. Derweil stand Herbst im Ziel und verstand die Welt nicht mehr. Nur Jean-Pierre Vidal konnte ihm noch den Sieg wegschnappen. Was für eine Geschichte. Seit seinem Olympiagold hat der Franzose kein Rennen mehr gewinnen können. Jetzt ist der 28-Jährige plötzlich wieder da. Jean-Pierre Vidal schaffte das Unerwartete. Mit blutender Nase lag er im Ziel. Vidal gewinnt den Slalom vor Reinfried Herbst und Benjamin Reich. Daniel Albrecht wird 19. und Marcini 21. Siegerküsschen für Vidal, den Slalomsieger. Und strahlen durfte natürlich auch Benjamin Reich, der Hahnenkamm-Champion 2006.